Moin und herzlich willkommen. Eine Festtagstorte ist für viele erst dann wirklich prunkvoll, wenn sie aus mehreren Etagen besteht. Und dafür muss man Torten aufeinander stellen. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Mehrstöckige Torten müssen wirklich gestapelt werden und ganz wichtig dabei ist die Stütze und die Struktur. Es gibt zwar auch immer wieder ein paar Leute, die sagen, da braucht keine Stütze dazwischen. Ich persönlich habe noch nie eine Torte irgendwo hin transportiert, noch nicht mal auf meinen eigenen Kaffeetisch. Wenn ein Stockwerk oben drauf ist, dann kommt in die untere Torte eine Stütze. Vermeidet so ein bisschen Schweiß auf der Stirn und Panik, ihr seid einfach auf der Nummer sicher. Und wie das Ganze geht, da legen wir jetzt mit los. Das Wichtigste sind Stützen. Was genau, dazu komme ich gleich. Wir brauchen zwei Stockwerke an Torten, ein Cakebot, das habe ich mit Fondant eingedeckt und ich persönlich mache immer den Fondant auch noch bis an den Rand ran. Dann brauchen wir eine kleine Palette, um die Torten hochzuheben, eine Rosenschere, ein Bleistift, einen kleinen Hammer, ein bisschen Ganache oder Buttercreme. Wenn das mal nicht im Haus ist, es geht auch irgendwie mit Marmelade oder einer Nuss-Nougat-Creme oder sowas. Hauptsache, es hält die Torten zusammen. Ein Anspitzer, möglichst mit so einem großen Loch. Bisschen Schleifpapier, Band, um das Cakeboard nachher nochmal hübsch zu machen. Eine Schere und ein Klebestift. Und los geht es mit bisschen Ganache hier auf die Platte rauf. Da langt wirklich nur so ein ganz kleines bisschen. Ich finde es zum Beispiel ganz nett, wenn ihr eine Hochzeitstorte macht, das Ganze vielleicht einfach in einen Spritzbeutel füllen und einfach hier unten ein Herz machen. Wenn man die Torte hochnimmt, dann hat man da nochmal so einen kleinen Special-Effekt. Dann kommt die Torte drauf, mit einer Palette anheben. Gerade so Schokotorten haben ein gutes Eigengewicht. Also da nicht ganz so zimperlich sein. Cakeboard sollte einen Tag vorher eingedeckt sein, damit es wirklich hier oben fest ist und jetzt keine Dellen bekommt. Und dann wird die Torte einfach raufgesetzt. Und das Ganze sollte mittig passieren. Man könnte es jetzt ausmessen oder von oben gucken, dass überall der gleiche Abstand ist. Und jetzt kommen auch schon die Stützen. Ich nehme immer gerne Buchenrundhölzer einfach aus dem Baumarkt. Die sind stabil, die brechen nicht so schnell durch. 1 Zentimeter, 10 Millimeter dick. Ich weiß, dass viele mal sagen, Holz in Lebensmitteln sollte man nicht machen. Dann frage ich mich, was so ein Schaschlik-Spieß in dem Fleisch macht. Und Zahnstocher sind auch aus Holz. Von daher aus dem Baumarkt kaufen, einmal sauber wischen mit einem Lappen, mit ein bisschen Spüli trocknen lassen und dann finde ich das völlig in Ordnung. Bei so einer kleinen Torte brauchen wir in der unteren Torte 3 Stützen. Also nicht nur 2, sondern 3. Und man könnte die zwar ausmessen, aber die Torten sind häufig nicht immer gleich. Von daher einmal Stütze gerade reinstecken. Achtet wirklich darauf, dass sie wirklich gerade reingeht. Und jetzt mache ich mir hier eine Markierung mit einem Bleistift. Ich nehme das Ganze raus. Vorsichtig, dass ihr es nicht alles abdeckt. Und jetzt habe ich hier meine Markierung. Ich nehme meine Rosenschere. Könnt es auch mit einer Säge machen. Und das Ganze einmal durchschneiden. Ich schneide es mal ganz gerne so drumherum. Mit Eimer kriegt man es selten durch. Der ist durch. Hier oben die Kante, um einfach zu vermeiden, dass da irgendwelche Splitter kommen mit dem Schmirgelpapier. Einmal ein bisschen rübergehen. Und dann wird die erste Stütze hier reingesteckt. Und die beiden anderen Stützen werden genauso gemacht.
dann haben wir unsere Stützen drin. Wenn ihr eine größere zweistöckige Torte habt, würde ich hier eventuell 4 oder 5 Stützen reinmachen. Und dann, wenn es noch größer wird, eigentlich immer eher eine unregelmäßige Zahl. So 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, je nachdem, was ihr machen wollt. Wenn ihr das obere Stockwerk jetzt raufsetzen wollt, wieder so ein klein bisschen Ganache draufgeben. Auch da könnte man Herz machen oder Initialien oder irgend sowas. Torte drauf. So ganz leicht festdrücken. Gucken, ob sie mittig ist. Und nun kommt ein Teil, die Torte ist relativ klein. Die könnte man jetzt auch so transportieren. Ich würde die mal einen Tag vorher zusammensetzen und dann eigentlich auch schon fertig dekorieren und am Tag, wo ich die Torte brauche oder ausliefer, wirklich nur so den Feinschliff machen. Also fangt nicht an, Torte eindecken an dem Tag, wo ihr sie braucht. Die lässt sich noch gut transportieren. Drittes Stockwerk wird schon heikel. Aber auch das geht. Man muss nur eine Stütze wirklich komplett durch die Torte machen. Unter jeder Etage ist jetzt eine Kapperplatte, also auch hier unten. Das habe ich euch gezeigt in dem Video, wo die Torte gefüllt wird und eingestrichen wird. Hier unten ist ein Cakeboard, das ist jetzt ganz wichtig. Also es darf jetzt hier kein Porzellan drin sein oder irgendwas, was fest ist, weil ich nehme jetzt mein Buchengrundholz, gucke von der Höhe, wie hoch die Torte ungefähr ist und ich schneide das Ganze in Tick kürzer. Und ein Ende spitze ich jetzt spitz an. Das geht wirklich mit einem herkömmlichen Anspitzer, da wo die großen Buntstifte auch reinpassen. Der muss richtig schön spitz sein. Und nun kommt der Teil, der am meisten Spaß bringt. Und da braucht ihr auch keine Angst zu haben. Also wenn die Stützen unten wirklich gut verteilt sind, das Ganze könnte man sogar mit einer Erdbeertorte machen. Also wenn die Stützen drin sind, die Kapperplatten dazwischen drin sind, den Flock nehmen, mittig raufsetzen und jetzt mit dem Hammer gerade durch die Torte schlagen. Und hier oben mit dem Hammer reinhauen wäre jetzt doof, von daher nehme ich jetzt das andere Stück, setze das hier oben auf. Und ihr hört da schon, es hat sich so ein bisschen vom Ton her verändert. Die Stütze sollte jetzt komplett bis hier unten ins Cakeboard gehen. Dreistöckige Torten lassen sich so komplett transportieren im Auto. Ich würde trotzdem nicht mit 160 um die Kurve fahren. Aber es fällt nichts auseinander. Also es ist jetzt wirklich stabil. Dieser Flock in der Mitte macht das Ganze fast unkaputtbar. Da könnte man jetzt die Dekoration draufsetzen. Hier oben hat man das Loch. Schleife, Blume, Figur, was auch immer ihr wollt. Brautpaar bei einer Hochzeitstorte. Aber dann ist die Torte so auch schon fast fertig. Um die Torte aber richtig perfekt so weit vorzubereiten, dass sie dekoriert werden kann, fehlt unten noch ein Band ums Cakeboard. Also den Fondant so blank zu lassen, das ist nicht wirklich schön. Einfach den Klebestift nehmen, bisschen rausdrehen und das gewünschte Band oben drauflegen, mit dem Finger festhalten und dann einmal rüberziehen. Mit der Klebeseite an das Cakeboard, so dass es unten abschließt. Deswegen decke ich auch die Torten mit dem Fondant komplett ein, weil wenn das Band jetzt nicht die gleiche Breite hat, dann habe ich hier oben keine Lücke, die irgendwie Silber durchscheint, sondern dann ist es wirklich komplett eingedeckt.
stramm ziehen mit der Schere. Bisschen schräg abschneiden. Das ist halt ein bisschen hübscher. Festkleben. Dann hat man halt wirklich unten einen schönen Rand. Man schützt so auch ein bisschen den Fondant und man kann damit auch noch mal so ein paar kleine Akzente setzen. Wenn die Torte fertig ist, kommt die Frage, wo lagere ich das Ganze? Fondant und Kühlschrank passen nicht wirklich zusammen, weil Fondant ist purer Zucker und Zucker zieht Feuchtigkeit. Es ist von Marke zu Marke ein bisschen unterschiedlich. Meine Empfehlung, nehmt ein Stück von dem Fondant, den ihr benutzt, bevor ihr die Torte macht, legt ihn in den Kühlschrank und guckt einfach, was passiert. Meine Empfehlung ist, für solche Torten in einen großen Karton reinstellen und dann irgendwie in den Keller oder in die Vorratskammer, da wo es kühl ist. Die Torten mit Buttercreme oder Ganache gefüllt halten sich 2 bis 3 Tage, auch ungekühlt, nicht unbedingt bei 35 Grad in die Sonne stellen, aber so 25 Grad können die durchaus ab. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie man einen Hasen modelliert. Tschüss! Sugar Dream.